zu Chiellinis gekommen. Krass, das ist doch gar nicht Chiellini. Das ist doch nicht Chiellini. Ich kenne ihn gar nicht mehr. 81 Pace. Boah, Beweglichkeit sehr wenig, Dribbling auch gar nicht mal so viel. Aber defensives Verhalten auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also defensive Stats gehen klar. Der darf eigentlich überhaupt gar nicht teuer sein. Ohne Joke. Wenn der teuer ist, schauen wir uns mal kurz die Voraussetzungen an. Also Piemonte Calcio Spieler, Top-Neuzugänge Spieler brauchst du einen. Dann 82er Rating und 65er Chemie. Dann für die andere Challenge 83er Rating, ein Serie-A-Spieler und 60er Chemie. So, wir brauchen hier ein 84er Rating, 60er Chemie, Team of the Week Spieler und ein Italiener. Und ja, wir bekommen natürlich auch noch Tradable Packs dazu. Aber ich weiß nicht, ob die SBC sich unbedingt lohnt. Aber ich bin ehrlich, der hat ja gar nicht mal so krasse Stats. Ich weiß nicht, ob ich den mache. Der ist zumindest ein bisschen schneller am Ball. Ist aber nicht unbedingt die Karte, die man haben möchte. Der hat überhaupt keine Beweglichkeit, keine Balance. Der könnte richtig, richtig, richtig viele Probleme defensiv haben. Da gibt es so viele Goldkarten, die eigentlich fast genau gleichen Stats haben. Ein Koundé kann da sogar mithalten. Das ist jetzt nicht unbedingt die Karte, mit der man gehen möchte. Aber kann man auf jeden Fall machen. Sind dann wieder die gleichen Aufgaben hier drin. Flash Challenge. 84er Plus wollen wir es mitnehmen hier. Keine Ahnung, ist gar nicht mehr lange da. Alles andere kann man dann sowieso wieder machen. Da würde ich sagen, gehen wir das Ganze genauso ab. Ja, sechs seltene Spieler. Haben wir einen sogar zu viel? Ja, kurz schauen. Reicht auch. Muss nur Chemie gucken. Chemie ist runtergegangen. Warum auch immer. Ah, hier. Hier geht es wieder. Plus. Gehen wir das ab hier, das Ganze hier. Nehmen wir es mit, das 84er Plus. Let's go. Ja, wir ziehen 84er Spieler, nice. Nehmen wir den mit. Nichts Besonderes leider. So, erstmal die Zielaufgaben, Tagesaufgaben, die bekommt man ja immer wieder. 60 EP, nichts Besonderes hier. Black Friday Pack, Mega Pack, nehmen wir doch gerne mit hier. 15 Siege. So, nice. So, dann würde ich sagen, öffnen wir hier erstmal die 83er Plus Upgrade Picks und 84er Plus, bevor wir zu den eigentlichen Pack Opening kommen. Ja, immerhin Rating 85er nehmen wir mit. Und das nächste hier 84er Plus. Und vielleicht ein bisschen mehr Rating. Walkout wäre nice. Oder eine Special-Karte. Ja, 84er kannst du eigentlich, keine Ahnung, kannst du für SBCs abgeben. Es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich bad, aber nehmen wir mit. So, wir haben einige Packs hier. Dann gehen wir jetzt zum seltenen Spieler 75er Plus Pack. Ja, Marcelo. So, nächstes Pack öffnen wir noch weitere von den 75er Plus. Da kommt auch nichts Besonderes. Da kommt immerhin, ach, 78er Rating. Ja, wir ziehen wieder nichts. Und da kommt wieder ein Bale. Immer wieder Bale. Prime gemischte Spielerpack. Let's go. Ja, immerhin 83er Plus. Das ist ein Spanier, wie wir eigentlich immer einen Spanier ziehen. David Silva nehmen wir mit. Let's go. Premium Goldspieler Pack. Und wir ziehen wieder so ein 82er. Ja, los, Celso. 81er sogar. Zwei seltene Goldspieler Pack haben wir so viele. Ja, 83er plus. Ist alles für SBC-Futter sehr, sehr nice. Aber halt leider nur ein 83er Pickford. Na, wieder ein 83er plus. Diesmal, ja. Haben wir eigentlich schon für einen, glaube ich, Quartes. Nächstes zwei seltene Gold. Ne, haben wir nicht. Ja, und der hat leider überhaupt kein Rating. Der kommt mir hier mit 82er Rating. Ja, Sirigu. Wieder ein 83er Plus mit 84er Rating Tadic. Ja, nehmen wir mit. Ja, und diesmal schlechtes Rating. Ja, 82er Süle, den haben wir so häufig eigentlich schon. Den haben wir wirklich nur noch doppelt. Ja, ziehen wir den rein. Ich würde sagen, Prime Electrum Spieler Pack. Na, ja. Italiener, wieder Keeper, wieder Sirigu. Nehmen wir mit. Dann öffnen wir das Elektronspielerpack klein. Ja, Silberkarte. Nehmen wir mit. Würde ich sagen, das Premium Elektronspielerpack wird jetzt geöffnet. Ja, 83er Plus, Spieler, Italiener und das Acerbi 83er. Team of the Week Karte haben wir hier. Und alles andere können wir hochziehen. Drei Spielerpack, 81er Plus. Vielleicht kommt da ja ein Walkout raus. Da kommt ein Walkout, immerhin.
Ach, Portugiese, aber leider nicht Cristiano Ronaldo. Es muss ein Bruno Fernandes sein. Naja. Jetzt gibt es eigentlich nur noch nice Packs. Hier nochmal ein 3-Spieler-Pack, 81er Plus. Vielleicht jetzt wieder ein Walkout. Es wieder ein Walkout. Ein Deutsche. Und ja, das ist ein Hummels. Nichts Besonderes, aber ja, wir ziehen hier zumindest Walkouts. So, jetzt sind wir bei den richtig nicen Packs hier. Ich würde aber sagen, wir starten hier erstmal mit dem Mega-Pack. Diesmal kein Walkout, 83er plus Italiener Acerbi wahrscheinlich wieder. Ja, den habe ich schon. Nice. Würde ich sagen, öffnen wir jetzt das Mega-Pack. Ja, Walkout. Und es ist der Keeper. Das ist der Navas. Nehmen wir gerne mit. Oh, und wir haben sogar so eine Karte hier von den Top-Neuzugängen. Kramaric. Gar nicht mal so bad. Wie viel kostet der? Ach, das ist ja sogar untauschbar. Okay, das Pack ist untauschbar. Nehmen wir aber gerne mit. Komm, hier ein Jumbo seltenes Spielerpack, dann ein seltener Spielerpack 85er Plus und nochmal ein Jumbo Premium Goldpack, aber. Würde ich sagen, fangen wir hier mit dem Jumbo Premium Goldpack an. Ach, und da kommt einfach gar nichts. Portugiese 82er Rating wahrscheinlich. Nee, sogar nur 77er. Okay, öffnen wir das Jumbo seltene Spielerpack. Let's go. 84er Plus Karte sogar, garantiert. Da kommt nicht mal ein Walkout, nur ein 83er Plus. Das ist halt wirklich großes Pech. 84er, André Silva, alles klar. Ja, eine Impfungskarte immerhin. Ja, 284er, nichts Besonderes. Dafür ganz schön hier sehr viele Karten doppelt. Dann würde ich sagen, öffnen wir hier nochmal zum Abschluss seltenes Spielerpack 580er Plus. Es ist nicht einmal ein Walkout, ne? 85er Karte. Alles klar, Martinez. Wir öffnen hier gleich noch die restlichen Rewards. Ich werde jetzt noch die Spieler erstmal verschenken. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann nehmen wir die Rang 3 Belohnungen hier mal mit, wie eigentlich jede Woche. Aber das Gameplay war diese Woche wirklich katastrophal. 1500 Foot Champions Qualifikationspunkte, ein Team of the Week Pack, ein Jumbo seltenes Spielerpack und zwei Spielerwahlobjekte und 35.000 Münzen gibt es noch dazu. So starten wir hier mal mit den Player Picks. Let's go. Die sind nicht nice. Vom Rating sind die aber gar nicht mal so bad. Ich würde sagen, ich nehme Trapp, der hat am meisten Rating. Könnten hier mit jedem anderen gehen, aber ich nehme einfach mal Trapp mit. Komm, jetzt hier, nice Spieler, let's go. Ja, Rating haben wir. Wenn es um Rating geht, ist gar nicht bad. Minx werde ich wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ich werde Groß mitnehmen. Der hat ordentlich Rating. Also von der Ausbeute geht es eigentlich. 86er, 89er. Da gibt es Schlimmeres. Das sind halt keine spielbaren Karten. Trapp, wobei, den kann man ausprobieren. Und Groß kannst du komplett vergessen. Da würde ich sagen, springen wir zu den Team of the Week Packs hier rein. Und ja, wir haben hier noch ein Team of the Week Pack letzte Woche aufgespart. Das öffnen wir natürlich auch gleich. Dann öffnen wir erstmal das Jumbo seltene Spielerpack. Let's go. Ja, und wir ziehen nun 83er Plus. Und das ist wieder ein Spanier. 84er Rating, Luis Alberto. Nehmen wir alles mit. Nichts doppelt. Ach, so viel doppelt. Aber die sind tauschbar. Ich glaube, ich kann zumindest hier alle mitnehmen. Nice. Dann würde ich sagen, bin ich gespannt auf die Team of the Week Packs, wie die so abschneiden. Natürlich wären Mbappé nice oder irgendeine Karte, die ein bisschen was wert ist. Und dann würde ich sagen, let's go. Na, kommt. Franzose, gar nicht mal so bad, aber RM-Spieler und ja. Eine Liga kannst du komplett vergessen. Kann man alle abstoßen, würde ich sagen. Eine Karte schlechter als die andere. Nehmen wir mit. 30.000 Münzen knapp. Komm, das nächste Pack muss doch besser sein. Ich hoffe drauf, dass das ein besseres Pack wird. Let's go. Das wird Deutsche. Teuter. Den haben wir eigentlich schon. Den Trapp, dann können wir den verkaufen, würde ich sagen. Manchmal so bad, der kostet halt gar nichts. Vielleicht ist da was dahinter, weil ich glaube, da kann nichts mehr nice sein. Let's go. Ja. Nur Schrott, nur Schrott. Wie kostet Trapp? Ja, 18k. Kostet zumindest ein kleines bisschen, aber ist halt wirklich nichts mehr wert. So, für 17k verkaufen wir den ungefähr 17,5k, den Trapp. Die stoßen wir hier ab, die zwei Karten. So, dann würde ich sagen, das war's soweit hier von dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like, ein Abo da für mehr FIFA-Content und dann bin ich für heute raus und bye.